Wir sind heute hier bei Ursa vom Engagement bei den Saarland Hurricanes und bei mir ist Kai Hunter. Deine Spielposition bei den Canes, beschreib die mal. Also ich bin Running Back, bin ich auch eigentlich schon die meiste Zeit gewesen. Das ist jemand, ich bekomme von dem Quarterback meistens den Ball in die Hand und muss dann einfach gucken, dass ich möglichst weit nach vorne komme und im Optimalfall auch einen Touchdown-Score irgendwie. Du kommst also auch aus der U19, ich sag mal so ein Urgestein hier bei den Canes. Was war für dich irgendwann das Thema zu sagen, ja, Canes, da will ich hin? Also eine ganz witzige Geschichte. Ich bin mal, als ich noch ein bisschen kleiner war, da war ich 11, 12, habe ich mal Freunde getroffen. Ich bin mit einem Football draußen rumgelaufen, selbst nicht wirklich eine Ahnung von Football gehabt. Habe die getroffen und haben die gefragt, ob ich nicht mal Bock hätte, irgendwie zu spielen. Und witzigerweise wurde zu dem Zeitpunkt gerade die U16 eröffnet bei den Saarland Hurricanes. Und dann bin ich da mal vorbei und habe das so für mich entdeckt. Ne? Dann bin ich jetzt geblieben. Das, was viele hier immer sagen, ist, es gibt so ein geiler Team-Spirit bei den Canes. Beschreib das mal. Also ich muss sagen, es ist was ganz anderes. Also ich habe auch schon Fußball gespielt als Kind. Es ist was ganz anderes nochmal. Es ist einfach, du hast hier jemanden, da müssen 10 Männer auf einen aufpassen. Wenn einer von den 10 Männern irgendwie Scheiße baut, dann war es das auch. Dann ist der eine halt dran. Und bei Fußball hast du das eben nicht. Da hast du nicht, dass wenn einer mal ein bisschen Mist baut, dass das so gravierend ist. Was ist das für ein Gefühl, dass es nach dieser ewig langen Pause jetzt endlich wieder losgeht? Hammer. Also wirklich, ich kann es gar nicht anders beschreiben. Es ist einfach, ich habe 2 Jahre lang jetzt, also fast 2 Jahre lang, hart darauf hingearbeitet, dass ich hier auch noch ein bisschen abliefern kann, was ich auch ganz gut geschafft habe. So. Also wie gesagt, ich kann gar nicht, kann es gar nicht ganz beschreiben. Es ist einfach wundervoll. Bei Kai Hunter sagt man, es ist der Zuverlässige. Was macht ihn so zuverlässig? Ich denke, es ist einfach, dass ich weiß, was ich machen muss. Ich weiß, was der Coach von mir erwartet. Und ich denke, das kann ich auch einigermaßen gut umsetzen. Welche Bedeutung hat abschließend bei dir hier Football in deinem Leben? Football ist für mich hat einen ganz, ganz großen Stellenwert. Also ich muss sagen, ich habe mir schon öfter Gedanken darum gemacht, wie es wäre, wenn ich keins mehr spielen könnte. Und wirklich Spaß stelle ich mir dann nicht mehr so viel vor. Also ist wirklich absolut, ich habe das Gefühl, ich bin für Football geboren. Ja, super. Danke dir, Kai Hunter, hier bei Ursa vom Engagement. Hier bei den Saarland Hurricanes. Back in the end zone, touchdown!